Siebtes Kapitel: Das Buch aus der Tiefe. Who's there? Who do you think? Let it be known that I'm handy with this revolver. Nonsense, Dr. Watson. As I understand it, when faced with the imperative to defend oneself, one's comrades, and one's nation, you fled. Aren't you going to introduce us, Sherlock? Watson, meet my brother Mycroft, the Queen's best boy. This is a grim augury indeed, for wherever Mycroft travels, tedium surely follows. In contrast, of course, to Sherlock, a man whose obsessive pursuit of the trivial tears through the most carefully laid plans like a hurricane. Do you have any idea what you have disrupted? Your ego is inflated as much as your waistband. What word comes to mind? You work for the government? International trade is a delicate beast. Your antics and Edelweiss have jeopardized one of the Crown's richest relationships. Oh dear, as rich as all the butter you've been slathering on your bread? We need your help. What? There is evil afoot. Strangeness and savagery like I have never seen. Something otherworldly, festering in the dark beyond our reach. We have seen things that defy explanation. Mystic forces, magic. You must help us. It's true. The British government does not invest its resources in the insane or intoxicated. Pull yourself together. I know men like you. Men like you grease palms, whisper in ears, start wars, and you send men like me to die in them. You, and the rest of your corpulent cronies. Ha! Corpulent! That was it. Interesting, Sherlock. That as you again drift away from sanity, you find yourself another John. All right, so the choice is made. I beg your pardon? There is only us. We cannot run from this problem. I shall take the book and Davy's cryptic message to Barnes. See what he makes of it. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, The Awakened. Ja, ich war jetzt gerade noch so ein bisschen drin, aber ich fand es richtig geil, wie Watson hier gerade abgegangen ist, so nach dem Motto, sie müssen uns unbedingt helfen und so. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, was ich tun soll. Haben wir denn irgendwas? Unheilvolles Buch aus den Sümpfen. Da müssen wir drüber reden. Okay, verschlüsselte Nachricht für Aschmat. Wenn das Unwetter zu toben beginnt. Okay, das war aber jetzt was Älteres, oder? Da sind jetzt nur die zwei Sachen quasi von übrig geblieben. Wir gehen erstmal kurz hier rein. Wer ist der Anführer des Kults? Welche Ziele verfolgt er? Aber ich glaube, wir sind gerade unten links reingekommen. Aber egal. So, er hat nicht allzu viele Beobachtungen. Jo. Da können wir nichts machen, so wie es aussieht. Das können wir nicht anklicken. Das können wir auch nicht anklicken. Ja. Also, keine Ahnung, warum jetzt ein Ausrufezeichen drin stand, aber das bringt uns nichts. Den Hinweis haben wir angeheftet. Mal schauen, ob Sherlock was dazu sagen kann. As you were, Watson. Do what you must. Ja, was soll ich denn tun? Ich habe keine Ahnung. Wir können hier nichts machen. Vor allen Dingen, warum sind hier die Schlafzimmer bitte zugestellt? Ich gehe dann mal. Tschüss. Oh, was hier? Am I mad? This painting wasn't here last time, was it? Ich weiß zumindest, was das für ein Gemälde ist, sagen wir es mal so. Da hinten ist keins mehr. Ist hier unten noch irgendwas, was wir... Nö, anscheinend nicht. Dann gehen wir mal raus. Another sinking near Scotland. By the strand for the details. Machen wir. Cool. Thank you, sir. Zeitungsartikel. Jahrhundert Tunwetter. Nee, Jahrhundert Unwetter. Ach.
Seit zwei Wochen tobt westlich der Küste von Loch Harbour ein Unwetter, das viele schon jetzt als Jahrhundertunwetter bezeichnen. Da es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Wetterlage weiter verschärfen wird, sind die Behörden alarmiert. Die Schifffahrt wurde hart getroffen und bereits 34 Schiffe gelten als verschollen. Während dieser Artikel geschrieben wird, steht das Leben von hunderten Seemännern auf dem Spiel, die tapfer ihren Kampf gegen die Elemente führen. Aufgrund der gefährlichen Bedingungen können keine Rettungsschiffe der Royal Navy auslaufen. Ihre Majestät Königin Victoria hielt eine Dringlichkeitssitzung mit ihren Minister über die katastrophale Situation an unserer Küste ab. Überall auf der Welt wird von ähnlichen Phänomenen berichtet, die jedoch mit geringer Intensität aufzutreten scheinen. In einem anderen Artikel geht es um einen französischen Meisterdieb mit den Initialen A.L., der Scotland Yard zum Narren hält. Okay. Den Hinweis haben wir noch dran. Können wir? Just back from a trip, Doctor. You look exhausted. Get the strand, get the true facts. Tja, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich jetzt überhaupt hin soll. Baker Street, Buchhandlung, Herrenhaus. Ob er mir helfen kann? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ja Mr. Barnes einen Blick reinwerfen. Das ist er doch, ne? Ist er überhaupt noch da um die Uhrzeit? Hallöchen! Moment, ich muss mir mal eben das Gemälde angucken. For some reason, it makes my skin crawl. Ne? Stimmt, mit ihm? Hallöchen! Oh, sind jetzt zwei Wuffis hier? Ich will dich mit ihm auch mal streichen. Oh. Der hat so süße, lange Flappohren. Ich wollte mit ihm auch mal streicheln gehen, aber das darf scheinbar nur Sherlock. It has been a while, Barnes. Dr. Watson. Indeed it has. And good to see you as always. How can I help? Mit mehreren Dingen. Sie scheinen glücklich zu sein. Ja. Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear. But it did the job, and now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, I... Goodness. Where on earth did you procure this grimoire? That's a long story. What do you make of it? It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Wow, what a marvel. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean or time. Oh my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. You take care. Nein. Oh, ich hasse es, wenn der automatisch auf Gehen steht. Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labours of my sires, and fled the sea, the towers we founded, and the lamps we lit. The labours of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Ja, rechts von ihm oder? Ja, rechts von ihm, okay. Die bedeutsamsten britischen Familien. Dieses Buch ist ein Sammelsurium an Fakten, Geschichten und Gerüchten über bekannte britische Familien und ihre Errungenschaften für das Vereinigte Königreich. Gewissermaßen wissenschaftlich verbrämter Nationalstolz. Okay, neue Belohnung freigeschaltet. Ist mir doch egal. Verschlüsselte Nachricht. Können wir auch noch drüber reden? A moment, please.
spellbinding pages. Okay. Mit dem Buch selber können wir sonst nichts mehr machen. In einem Moment. Recherchieren. Okay. Verschlüsselte Nachricht für Aschmat. Ort, Zeit, Titel, Errungenschaft? Wenn das Unwetter zu toben beginnt. Schrieb Folgendes. Oh Gott. Schriftstellerei. Schottischer Autor. Zumindest das haben wir schon mal. Okay. Schriftstellerei zu. Die letzte Umarmung. Tja. Dann ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mal, wo wir sind. Ist das jetzt ein aktueller Text oder ich sag mal einfach 19. Jahrhundert? Keine Ahnung. Errungenschaft müsste dann ja irgendwas mit der Schifffahrt zu tun haben. Ah, perfekt. Familie Stevenson. In dem Buch Die bedeutsamsten britischen Familien finden die Stevensons kurz Erwähnung, die für den Bau von Leuchttürmen überall in Schottland bekannt sind. Der erste Leuchtturmbauer in der Familie hieß wie der Schriftsteller Robert Louis Stevenson ebenfalls Robert. Seit dem Bau des Bell Rock Leuchtturms im Jahre 1810 haben die Stevensons in ganz Schottland mit Wunderwerken der zivilen maritimen Ingenieurskunst ihre Spuren hinterlassen. Ganz gleich, ob die Leuchttürme von Robert Stevenson oder von seinen Söhnen Alan, David und Thomas erbaut wurden. Die Seeleute, die an Schottlands Küsten das Meer befahren, haben es dieser Familie zu verdanken, dass sie sich dabei sicher fühlen können. Okay, Gedankengänge können wir jetzt nochmal machen. Schlüsselte, ja genau, da haben wir jetzt was Neues. Bedeutsame Familien, das können wir nicht machen. Familie Stevenson. Dann machen wir die hier rein. Versuchen wir das auch noch, aber das scheint nicht zu gehen. Ah, perfekt. Zusammenkunft. Ich hasse es, ich will es immer vorher lesen. Verschlüsselte Nachricht. In der Nachricht geht es um einen Ort, an dem der Kult eine Zusammenkunft plant. Eine von der Familie Stevenson erbauter Leuchtturm westlich der Region Lochaber in Schottland. So, ich denke mal, den Teil hier können wir jetzt noch nicht machen, aber vielleicht können wir noch irgendwas hier ein... Nein, ich will nicht zurückgehen. Oh, ich vergesse das immer, worauf ich drücken muss. So. Konnten wir doch noch was machen. Na gut. Da nichts. Okay, perfekt. Bringt uns nicht weiter, aber wir konnten noch was machen. Die Nachricht habe ich noch angepinnt. Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Lochaber, West Coast. Right then. I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. Wow, der absolute Zauberkünstler. Er steht immer noch hinter dem Tresen, aber er hat die Karte ja ausgebreitet. Wunderbar. Der Skerryvore-Leuchtturm befindet sich auf der abgelegenen Insel gleichen Namens, südwestlich der bewohnten Insel Tiree.
Er wurde von Alan Stevenson entworfen und nach 6 Jahren Bauzeit im Jahre 1844 unter seiner Leitung fertiggestellt. Der Leuchtturm ist ein Zeugnis für die Entschlossenheit der Ingenieure und Konstrukteure des British Empire, das Leben der Seeleute sicherer zu machen. Zahlreiche Arbeiter riskieren auf den gefährlichen Felsen ihr Leben, um aus Granitblöcken diesen Garant für die Sicherheit der Seeleute zu errichten. Ja, das ist doch nobel. Dann haben wir hier noch 3 andere. Rupanangal liest sich wie einer dieser Texte von diesen Teufelsanbetern. Bedeutet auf Schottisch-Gelisch Spitze des Fremdlings. Dieser schlichte und doch elegante anmutende Leuchtturm aus Backstein wurde im Jahr 1857 von David und Thomas Stevenson erbaut und war nicht der einzige von den Stevensons in diesem Jahr errichteter Leuchtturm. Er ist 62 Fuß hoch und hat eine Leuchtweite von 10 Seemeilen für jede Schiffe, die in der Bucht der Isle of Mull verkehren. So, den kriegen wir noch hin. Der von Alan Stevenson entworfene und im Jahre 1849 von ihm erbaute Leuchtturm befindet sich am westlichen Ende der Halbinsel Adnamurshan in der Region Lochaber. Aufgrund ägyptischer Einflüsse auf seine Bauweise und seine dekorativen Elemente ist er in Schottland einzigartig. Der aus Granit bestehende Leuchtturm erhebt sich mit seinem markanten schwarzen Laternenhaus 118 Fuß über die Felsen. Okay. Der Leuchtturm befindet sich auf der schottischen Hebrideninsel Barra Head und thront mit seinem Leuchtfeuer über die südende der Meeresstraße der Minch, also The Minch. Der von Robert Stevenson entworfene und im Jahre 1833 von James Smith aus Inverness erbaute Leuchtturm besteht aus Stein. Mit einer Höhe von 682 Fuß über dem Meeresspiegel ist er der am höchsten gelegene Leuchtturm des Vereinigten Königreichs. Ja, sehr schön. Das ist jetzt alles quasi neu. Den heften wir mal an. Da sollte er immer was zu sagen Doctor, können. Doctor, look what I just found. Barnes, have you finished with the book? Yes. I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the Grimm in Grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. Ja, ich würde normalerweise sagen, das ist okay, weil dann könnten wir, also dann könnte er vielleicht noch andere Sachen entschlüsseln. Ich bin mir nicht so sicher, dass Sherlock das so gut findet, aber vielleicht brauchen wir das Buch auch noch. Ich bin mir nicht sicher. Andererseits, Sherlock kann es eh nicht entschlüsseln. You have been of great help, so yes. Excellent. I could barely put it down. Farewell. Fragwürdiger Lesestoff, ja. Das befürchte ich auch. Ritual des Erwachens. Da kann ich dann auch noch mit jemand drüber reden. Die Frage ist, nur mit Sherlock oder auch mit ihm? A fascinating book. Thank you for the opportunity, Doctor. Okay, anscheinend nur mit Sherlock. Dann gehen wir mal wieder zurück. Mycroft, here to buy a book on fraternal dysfunction? The Holmes family is beyond counseling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all.
You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. Also noch ein weiterer Fall, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ja? I'm all ears. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Ein neuer Fall, der einsame Beobachter. Okay. Instruktionen. Dann müssen wir das erstmal anheften. Da haben wir jetzt aber nichts Neues bekommen, weil das ist jetzt schon wieder so. Achso, doch, das mit den Leuchttürmen ist ja noch drin, genau. Nein, das war das Falsche. Ich wollte das eigentlich reinmachen. Ist aber kein Thema. Nimmt er trotzdem an, das ist gut. Dann machen wir die auch noch rein. Familie gehört natürlich auch noch dazu. Und noch das Profil. Sehr schön. Archibald Rochester ist am Leben und der geistige Führer des Kults. Er hat vor, ein gigantisches Ritual am Art Namurchan-Leuchtturm durchzuführen und bei dieser Zusammenkunft Menschen unterschiedlichster Ethnien zu opfern. Ich wollte gerade noch sagen, sehr schön, aber das war natürlich nicht auf die Opferung bezogen, sondern darauf, dass wir das jetzt schon mal rausgefunden haben. Instruktionen von Mycroft. Einer unserer Informanten erstatten Sie mir Bericht, wenn Sie bei ihm waren. Sie finden mich in der Buchhandlung. Ist unweit seiner Wohnung Nachforschungen für uns angestellt. Mycroft hat uns gebeten nach einem seiner... Achso, Moment, da müssen wir jetzt nochmal kurz gucken. Vorhaben des Kults? Nein, den haben wir drin. Hat sich seit mehreren Tagen nicht gemeldet. Bitte finden Sie heraus, was da vor sich geht. Hat unweit seiner Wohnung Nachforschungen für uns angestellt. Er ist querschnittsgelähmt und wohnt in der Nachbarschaft eines ihrer Klienten. Captain Stanwick. Woher soll ich wissen, wo der wohnt? Erstatten Sie mir Bericht, wenn Sie bei ihm waren. Ja. Woher soll ich jetzt wissen, wo der wohnt? Ach so, okay. Da können wir direkt hin. Das war die Sache mit dem Herrenhaus. Was ist denn hier passiert? Ist hier auch ein Eingang? Ja, wobei, wir müssen ja nicht da rein. Wir müssen ja zu dem Typen. Der wohnt hier irgendwo in der Nähe. Die Frage ist natürlich, wo wohnt der hier? Die Wohnung, Ermittlungsort gefunden. Ah, sehr schön. Kommen wir auch zumindest so weit rein. Aber das hilft uns nicht wirklich. Also, Ermittlungsort ist angegangen, als ich hier rein... Ah ja, okay. Unlike them, I don't carry lockpicks. Ja, aber vielleicht hat man ja irgendwo mal einen Schlüssel. Oh, okay. Robarkshire Regiment. They had it tough in Afghanistan. Okay. His face and neck are swollen, and I can see wasp stings all over the skin. Wespenstiche. Oh, dann geh lieber da weg. Dann geh lieber weg, Watson. Only his right arm was functional. His left arm was paralyzed in the war. Mr. Hawks unvollendete Notizen. 5.45 Uhr. Kutsche mit vermummten Besucher eingetroffen. 7.25 Uhr. Kutsche abgefahren. Besucher blieb im Gebäude. 9.10 Uhr. Kisten mit Gold aus dem kaiserlich-japanischen Münzamt eingetroffen. Okay. 9.36 Uhr. Kisten werden immer noch entladen.
Sind aber ein paar viele Kisten drin. 10.10 Uhr. Letzte Kiste wurde in Botschaft gebracht. 11.33 Uhr. Osmanischer Botschafter und Vizekonsul eingetroffen. 12.44 Uhr. Die Herren konferieren im zweiten Stock. Zu sehen sind Karten von M. Capital M, signed by someone else's hand. Wie abgeschlossen? Nee, wir gucken hier nochmal. A map of possible routes taken from the embassy. I thought only Sherlock was capable of this kind of deduction. Okay, da hinten können wir auch nochmal durch gleich. The spyglass was positioned to watch the windows of the embassy across the road. Mhm. Wir können aber nur raus, glaube ich, hier, ne? Near perfect camouflage. It makes me wonder if Mycroft also spies on our suite in Baker Street. Tja. Ich meine, er weiß sehr viel über seinen Bruder, ne? Das sind die Instruktionen. Vorhaben des Kults. Achso, okay, dann heften wir. Nee, Moment, das hatten wir ja schon angeheftet. Aber wir. Wieso gehe ich dann raus, ich Idiot? Gehen dann zurück zur Buchhandlung. Da war der Eingang, ne? Mycroft? Ah, da. Please do not tell me Hawk is a turncoat. Worse. I found him dead in his wheelchair, out in the garden. Hmm. How did he die? Exactly. He was stung repeatedly by wasps. His body succumbed to anaphylaxis. And that is all you observed? Was there anything suspicious? Wieso sollte ich den anlügen? Das wäre jetzt meine Frage. Well, there was one thing. In his notes I found a handwritten M, but it didn't match Hawke's other writing. Listen carefully, Doctor. Do not investigate further. Do not talk about this matter to anyone and do not ask questions. Thank you. Now leave it alone. Ja, das ging sehr viel schneller, als ich jetzt erwartet hatte. Deswegen werde ich das definitiv noch an der Folge dranhängen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt nochmal von euch. Und ja, wir werden dann in der nächsten Folge zurück zu Sherlock gehen, sodass wir da mit unserem Fall weitermachen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.